Und damit einen wunderschönen guten Abend an alle, die schon im Chat auf mich gewartet haben. Ja, ich musste noch mal ganz kurz in den Keller den Trockner auspacken. Der war fertig und ja, Wäsche in den Korb packen und hochwubbeln. Ja, deswegen noch mal 10 Minuten später. So, das haben wir jetzt aber auch geschafft. Und wir können heute weitermachen mit The Evil Within noch mal, weil Lords of the Fallen darf ich erst ab morgen früh spielen, zeigen, drüber reden. Ja, von daher gibt's das ab morgen. Wie gesagt, ich guck mal, dass ich morgen ein bisschen früher streamen kann. So, ich schätze mal zwischen 18 und 20, aller spätestens 22 Uhr. Ja. Dauert hier gerade Monster Moped Delay oder was macht hier das lustige Twitch? Das macht gar nichts. Ist mein Twitch kaputt? Ist mein Chat kaputt? Das sieht interessant aus. Hallo? Ja, DarkTech sagt Hallo. Hallo Robson. Ich bin gerade verwirrt, weil sich in meiner Vorschau nichts tut. Eventuell sollte ich mal die Vorschau neu laden. Also ihr scheint mich ja zu hören. Das ist schön. Cool. Moment, das sieht sehr gediegen aus. Wenn nicht, komme ich gleich nochmal rein. Ich tippe mal was im Chat. Achso, jetzt, ihr mich? Fragezeichen. Ja, keine Ahnung. Es scheint ein Monster-Delay zu sein. Ich tippe mal was im Chat. Ja, das hat jetzt extrem lange gedauert. Keine Ahnung. Kommt mal vor anscheinend. Ja, jetzt scheint es alles zu funktionieren. Ich war schon etwas verwirrt. Ich muss hier mal auf den PlayStation-Monitor umschalten, dann sehe ich noch weniger. Ja, also nochmal. Schönen guten Abend an alle, die jetzt da draußen im Chat sind, gewartet haben. Ich musste nochmal in den Keller Trockner auspacken, deswegen die Verzögerung. Und jetzt hat es nicht hier geklappt. Weiß der Geier warum. Man weiß es nicht. So, haben wir hier Delay? Nein, wunderbar. Delay haben wir nicht. Das heißt, wir können direkt durchstarten. Gestern haben wir da irgendwie nur ein Level geschafft, habe ich jetzt mal so drüber nachgedacht. Und zwar der 10er. Da haben wir jetzt gestern 4 Stunden für gebraucht. Krasser Scheiß. Ja, guten Abend, guten Abend, guten Abend an alle, die da sind. So, gut, dann laden wir mal den Spielstand und starten auch direkt durch. Wie gesagt, Lords of the Fallen, ich hoffe, ihr habt es gehört. Ich darf es heute noch nicht zeigen, erst ab morgen früh. Deswegen morgen Dienstag, ich hoffe ab 18 bzw. 20 Uhr, dass ich morgen streame, aller spätestens 22 Uhr. Wie gesagt, wenn meine Frau nach Hause kommt, essen wir erst und dann werde ich anfangen. Wie gesagt, ich hoffe, dass sie morgen pünktlich da ist, dass wir halt fix essen können. Und dann, wie üblich, so bis 3, vielleicht 4 Uhr werden wir dann halt streamen. Hurra! Lords of the Fallen. Was muss ich jetzt hier spielen? Ach, ich muss Evil Within spielen. Verdammt. Machen wir mal weiter. Ja, haben letzten Stream gut an Munition und Gedöns durchgebraten. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt wenigstens was looten. Das wäre nicht ganz falsch, denn so allzu viel haben wir nicht mehr. Sie hat pünktlich da zu sein. Ja, Iskalent sei gegrüßt, Passi auch natürlich und der Rest, den ich jetzt nicht namentlich genannt habe, natürlich auch. Oh, Cutscene. Geht natürlich gut los. Ach so. Das Spiel, wo Schwerkraft permanent außer Kraft gesetzt wird. Ja, so schlimm finde ich es nicht, Iskalenz.
Das hatte ich gestern halt schon gesagt, weil das so surreal ist. Ich mag eher realen Horror. Wiedervereinigung. Also das hat war gestern schon als Thema. Ich finde halt zum Beispiel halt Psycho, also den klassischen, schreibt man jetzt auch so, mit Sch, von Hitchcock, wesentlich gruseliger als das hier, oder meinetwegen auch die Vögel, halt, was man sich halt vorstellen kann. Und das hier ist im Moment so abgedreht, dass man da einfach nicht hinterblickt. Und deswegen, das ist irgendwie für mich nicht nachvollziehbar. Oh, armer Passi. Ja, Schmerztabletten oder Spritze holen. Der Rücken ist auch finster, wenn du dich wirklich nicht bewegen kannst. Ein schöner Hexenschuss ist übel. Jupiter, sei gegrüßt. Aber hier scheint ja nichts zu sein. Wo war denn jetzt die Tür? Da. Okay, wir haben den Kontrollpunkt und fallen vom Auto. Ja, die Matrix kollabiert, Inception, einfach mal. Keine Ahnung. Ich meine, sieht schon cool aus, aber. Die ganze Welt hier in den Gedanken bricht einfach mal zusammen. Ja gut, gucken wir doch mal, was wir hier noch haben. Wir haben. Naja gut, da haben wir noch ein paar Schuss. Da haben wir noch ein paar Schuss. Aber es geht eigentlich mittlerweile. Wir waren schon mal knapper dran. Da ist schon wieder dieses komische Düdelüdelüdelüd von dem scheiß Karussell, weil uns gestern den Kopf mehrfach abgeschossen hat. Ja gut, das ist natürlich klar passiert. Also du kannst dich ja nicht, wenn du mit dem Auto fährst, direkt wegschießen. Dann muss dich irgendjemand fahren oder der Arzt muss rauskommen. Toi, toi, toi. Mit dem Rücken habe ich glücklicherweise ganz, ganz selten Probleme. Da ist eher Zähne bei mir ein Thema. Ja, meine Frau hat öfters Rücken. Aber ich zum Glück nicht. Oder gucken wir uns mal dieses komische Dings dann nochmal an. Nicht, dass da irgendwie eine Statue nachher drin ist. Komme ich da hin? Oder irgendwo drauf natürlich vielleicht auch wieder eine Möglichkeit. Shady und Stichi. Seid gegrüßt. Genau, der Herr Dampfer. Naja, aber hier ist irgendwie keine Statue, weil wir hatten jetzt schon mal öfters, dass so an Dingern, die sich bewegen und ins Bild rein und rausfahren, eine Statue dran war. Ach doch, seht ihr, sage ich doch. Trolle Leute. Komme ich da nicht so hin? Nein. Ja, wie kriege ich den Schlüssel denn, wenn ich den jetzt runterschieße? Wo fällt denn der hin? Wenn ich hier nicht hochkomme? Oder komme ich hier hoch? Hä? Ja gut, jetzt muss ich das Ding erstmal abschießen. Das ist ja schon mal ganz logisch. Na, komm her, du Statue-Mops. Ist die Frage, wo ist der Schlüssel hin? Ah, da, direkt hier am Rand. Na wunderbar, da müssen wir nicht da hoch. Gut, war meine Vermutung ja doch wieder mal ganz richtig. Kondom auch wieder da, sei gegrüßt. Ah, ich bin gespannt, ob die nächsten Level auch so lang sind. Wie gesagt, wir hatten jetzt Level gestern 1,4 Stunden lang und irgendwie Level 8 war 30 Minuten. Wie gesagt, nominell sind es ja wahrscheinlich nur noch 3 oder Level, bis wir durch sind. Je nachdem, wie lang die halt sind, kann das jetzt recht fix gehen oder doch noch Stunden dauern. Ich wäre schon eigentlich ganz gerne vor Lords of the Fallen durch.
Aber ich glaube nicht, dass wir es heute schaffen. Ja. Ja, die neuesten Horrorfilme hier im Kino. Ey, da fällt mir wirklich nicht viel zu ein, außer wirklich Inception, Matrix, was auch immer. Fällt einfach mal so ein Bus durchs Bild. Ja. Die sind alle total krank hier. Du bist Systemadmin und hast Überrücken. Ach so, ja, jetzt habe ich das mit dem bis 18 Uhr hast du Zeit. Nee, ja, gut, irgendwie. Ich muss ja morgen auch noch ein bisschen arbeiten zwischendurch. Also, das heißt hier so heute wie üblich so bis 3:30, 4. Und dann müssen wir schauen, dass wir. Wo muss ich hier hin? Irgendwann halt weiterspielen, aber erstmal Lords of the Fallen. Wie gesagt, wir haben jetzt, oder was heißt wir? Ich habe jetzt ja ein bisschen Material jetzt für YouTube. Kommt ja jeden Tag immer nur eine Folge. Das heißt, da habe ich dann halt auch was. Ist nicht sofort Zuchtzwang, dass ich dann übermorgen wieder streamen müsste. Ich habe ein paar Tage haben wir Zeit. Aber trotzdem, achso, hier ist eine Tür. Trollerlol, die habe ich gar nicht gesehen. Eine Magnum. Na, dann mal gucken, ob ich die finde. Stimmt, die Magnum oder Magnum gab es halt in fast allen Resident Evil Dingern. Zwar super wenig Munition, aber damit hast du dann irgendwie mit 4 Schuss irgendwie fast jeden Boss kaputt gemacht. Die war ziemlich geil. Raketenwerfer gab es auch. Was ist das? Kommt man hier durch? Ne. Na dann. Achso, hier komme ich in den Raum. Telefon. Das ist der Telefonmann. Im New Game Plus bei Evil Within. Okay. Ja, ich habe halt nur gelesen, also besser gesagt anhand der Trophies, dass es halt nicht nur einen, sondern glaube ich sogar 2 neue Game-Modi geben soll. Irgendwie irgendwas mit A war es. Akurama oder so? Ich weiß es nicht. Gevatter, sei gegrüßt. Magnum. Zielen, schießen, nachladen. Ja gut, also völlig normal. Dieser maßgefertigte Revolver feuert durchschlagende, großkalibrige Patronen ab. Er weist zahlreiche Gebrauchsspuren auf. Ja, das ist mir egal, solange wie er noch funktioniert. Gut, jetzt habe ich natürlich Angst, wenn mir das Spiel jetzt schon solche Werkzeuge hier zur Hand gibt, dass hier dementsprechend auch solche Monster-Mopeds kommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die in Resident Evil hießen, diese Dingers. Ja gut, in Teil 3 war es Nemesis. Aber ich weiß nicht mehr, wie die anderen hießen. Da gab es auch irgendwie, was ist das hier? Sniperino-Munition. Haben wir denn? Sniperino ist voll. Ey, ich sollte wirklich irgendwann ein Snipergewehr nehmen. Weil das ist das Einzige, wofür wir immer Munition finden anscheinend. Und nicht mitnehmen können. Ah, Fackeln. Oh, jetzt haben wir wirklich mal richtig viele Fackeln. Ich sag immer Fackeln, ich meine natürlich Streichhölzer. Robson. Eigentlich geht's mir gut. Auch wenn ich jetzt liebend gern was anderes spielen würde. Ich darf ja nicht sagen was. Wie gesagt, haben mich ganz, ganz viele Leute gerade auch auf Steam schon angeschrieben. Presseversion und ich darf erst morgen ab 9 Uhr und so. Lalala. Genau, Akku, irgendwas mit Akku. Genau. Keine Ahnung, wie man den freischaltet, ob man dann den nächsthöheren erstmal freischalten muss, um diesen Akku-Dingsbums-Modus dann zu spielen oder ob direkt beide freigeschaltet werden.
Und natürlich habe ich keine Ahnung, was dieser Akku-Modus halt macht. Das wäre vielleicht auch nochmal ganz interessant auszuprobieren. Wobei ich mir auch ganz gut vorstellen kann, nein, nicht nur vorstellen kann, weil die Trophy gibt es sogar, dass du das Spiel speedrunnen kannst. Wir sind jetzt irgendwo, kann man das hier einsehen? Ne, kann man leider nicht. Ich sag mal, wenn wir das Spiel beenden, sind wir bei 20, 25 Stunden und es gibt eine Trophy, das Spiel in unter 5 zu schaffen, beziehungsweise mit 5.00. Also du kannst dieses Spiel dann wahrscheinlich auch gut speedrunnen, einfach überall vorbei. Oh, also das ist quasi der Kalamed-Ring. Also sprich, man überlebt gar nichts mehr. Genau, 11 von 15 ist es. Oder 14. Ob es 15 gibt, weiß ich nicht. Aber für, im 14. kannst du noch eine Trophy erspielen. Also gibt es definitiv 14. Aber ich glaube, 15 sind es. Ich bin mal beim Bund, wo ihr hier halt gerade von Unimog und Dingo und so redet. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. So ein Mercedes-Jeep vom Bund gefahren, also mitgefahren, der die Einzelradaufhängung hat. Einzelradaufhänger Tiger, Wolf, Leo, irgendwie so, keine Ahnung, irgendein Tiernamen hatte das Moped. Und hier der Kollege war halt beim Bund und der ist dann mit uns komplett von der Straße, hat er einfach mal das Lenkrad rumgerissen bei 80, 90 km/h und ist in den Wald gefahren, wo kein Weg war. Alter Schwede, das war wirklich hell of a ride. Unglaublich, was das Moped da im Wald einfach mal weggebolzt hat. Ah, ja, so ungefähr. Das war schon lustig. Wolf, ja, irgend sowas. Da ist mir die Brille vom Kopf geflogen, als er gefahren ist. Lacht dann irgendwo im Auto. Unglaublich, ey. Oh, hier nochmal so ein Medizinpäckchen. Wie sieht es eigentlich mit unserer Gesundheit aus? Oh, hier ist auch ein Kontrollpunkt. Und wir haben noch nicht einen Gegner gesehen. Und hier, was ist das? 486er? Keine Ahnung. Ist halt eben auch jetzt wieder mal komplett anders, das Spiel. So vom Gefühl, weil halt im Moment hier nichts ist. Gesundheit wollte ich gucken, ne? Könnten uns so ein Köfferchen mal reinziehen, ne? Wir haben zwei Spritzen und zwei Köfferchen. Ach ne, wir sind voll. Toll. Ich bin völlig durch den Wind. Das war die Energieleiste, die ich gesehen habe. Ich depp. Ja, so habe ich mich dann gefühlt. Und danach sind wir noch Bergepanzer gefahren. Frag mich nicht, wie der Bergepanzer hieß. Halt so ein riesen Bergepanzer-Moped. Und das Ding war scheiße laut. Der hat uns nämlich mal auf seinen Stützpunkt eingeladen. In der Nähe von, ich glaube, Wesel oder so war es. Ja, natürlich. Was bist du für... Alter, du hast irgendwo... Alter, das ist ein Feuerwehr-Moped, Mann. Feuerwehr-Moped-Mann mit Gastank auf dem Rücken. Der explodiert doch bestimmt hier... Okay, weg, ey. Wördi, sei gegrüßt. L2 beim Ultra Greatsword, wenn du es beidhändig führst, ist Parry. Also die meisten haben dort ein Zweihand Parry. Ersetzt quasi das Schild Parry. Nur das ist so super langsam und damit jemanden zu parieren bei Dark Souls ist halt Glückssache. Du machst dann halt diese Bewegung, wo das Schwert halt so von rechts nach links runterklappt. Und damit könntest du parieren, wenn du das Timing raus hast. Und wenn du das raus hast, dann sieht es ziemlich geil aus. Okay, da ist schon mal ein Quest-Item drin. Echt? Cool, Entrix. Also ich hätte auch eher bei Planet Kima geguckt, aber wenn du sagst, dass Amazon das gerade im Angebot hat, ich glaube sogar auch, habe ich auch gepostet, PlayStation Store ist es auch im Angebot, Dark Souls 2. Allerdings jetzt nur die Basisversion, nicht mit den DLCs zusammen. Ich vermute, dass es halt alsbaldig irgendwie eine Game of the Year Edition mit allen DLCs gibt.
Das erinnert mich jetzt an Walking Dead wiederum. Und ich frage mich gerade, wie komme ich denn da rein? Weil da ist ein Quest-Item, aber ich weiß ja noch nicht mal, was das ist, weil ich hier noch nichts gefunden habe, was ich brauche. Auch lustig in diesem Spiel, dass man immer erst die Items findet und dann nachher die Benutzung dafür. Anarchie, sei gegrüßt. Ich wurde damals TT gemustert, total tot. Nicht direkt ausgemustert. Alter Schwede. Wobei ich, wenn ich denn gemustert hätte, zum Bund gegangen wäre und nicht Zivi gemacht hätte. Aber hätte Fahrradkette. Okay, hier werde ich wahrscheinlich hochkommen. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Da steht die Polizei. Da hinten ist wahrscheinlich die Tür. Aber wie komme ich hier zurück? Da sind noch mehr Zombie-Moped-Männer. Na komm, gehen wir nochmal hier rüber. Leise, Mann! Ach, jetzt fangen sie an zu gehen. Das haben sie aber auch dumm gescriptet, dass der erst anfängt zu moven, wenn man rüberspringt und vorher hier einen auf Dumpfbacke macht. Was? Da hängen Kisten nirgendwo. Die Kisten schweben in der Luft. Einfach so. Und der dampft. Achso, den kann ich looten. Achso. Wer bist du? Warum bist du? Geh weg. Achso, du kannst hier sogar rüber. Vielleicht. Ja, kannst du. Schlaues Mopskind. Ja, auf die neue Staffel Walking Dead freue ich mich auch. Bitte bloß nicht spoilern. Und Game of Thrones bin ich halt auch gespannt. Ach, der ist wieder runtergegangen. Oh Mann, ey. Welchen kill ich denn jetzt hier bitte zuerst? Ich weiß es noch nicht. Hier hinten war da auch noch so ein Moped-Mann. Ach. Können wir hier eventuell rum? Oder? Sieht der mich? Der frisst. Ja, wenn der mich sieht, ist egal. Aber dann habe ich auf jeden Fall schon mal... Ne, der sieht mich auch. Der sieht mich doch auch. Nein! Alter... Munition alle? Ja, Munition alle, weil ich lieber Hodenschießen mache, also statt hier die Mobs zu killen. Bitte mal anzünden. Dankeschön. Was? Was? Das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Nachtsynopsis und bis morgen. Ich hätte halt ganz gerne hier noch ein bisschen was gespart, aber das scheint ja hier nicht zu funktionieren. Oder komme ich hier auch hoch? Nein, natürlich komme ich, dicker Mopsmann, da nicht hoch. Und hier ist zu. Da oben leuchtet zumindest rot. Ja, toll. Sind. Trollolol, Intelligenz. Achso, aber schnell sind sie doch. Jedenfalls. Das war dumm. Ich hätte ihn sofort abfackeln sollen. Hinterher ist man immer schlauer. Eine Granate für die Renate. Nehmen wir mit. Boah, Stichi, hör auf mit Internet. Da habe ich, könnte ich mich immer noch drüber aufregen. Ist ja noch alles so Neuland für uns hier in Deutschland. Ich hätte eine super Wohnung vom Arbeitskollegen meiner Frau bekommen können. Irgendwie über 100 Quadratmeter Wohnung, super geschnitten in Oberhausen. Problem an der Sache, es gibt kein Internet da. Und wie gesagt, für mich als Redakteur, der halt von zu Hause arbeitet und auch ab und zu mal Videos hochlädt, nicht nur als Hobby, sondern auch beruflich, ist halt ein No-Go, wenn da halt kein Internet ist. Hast halt irgendwie 6 Mbit Downstream und einen halben Mbit Upload. Brauchst du 5 Jahre.
konnten wir die Wohnung halt leider nicht nehmen. Und es ist auch nicht abzusehen, wann da halt was hingelegt wird. Das ist in Oberhausen Katastrophe. So, wenn ich jetzt hier... Aha. Wie komme ich denn da rein? Von oben ist... Ah, von oben ist eine Tür. Dann müsste ich mich... Ja gut, ich muss... Ah, okay, das haben sie hier so als Irrgarten aufgebaut. Okay, da checke ich jetzt. Das heißt, ich muss hier einmal rum. Können sie hier auf der Seite allerdings das erst noch looten? Oh Mann. Optimierte Wegfindung. 16 Mbit hatte ich auch lange. Passi, das ist in Ordnung damit. Ach, hier oben geht's auch lang. Da kann man mit leben als Download. Wichtig ist mir halt persönlich der Upstream. Und wie gesagt, da möchte ich ehrlich gesagt die 5 Mbit, die ich mittlerweile habe, nicht mehr missen. Wie gesagt, ich hätte halt ganz gerne 10 mittlerweile. Und mit einem Mbit dauert es halt... Boah. Also als ich noch wirklich die Videos halt selbst hochgeladen habe und... da war der Rechner Tag und Nacht dann mit einem Mbit. Das ging halt quasi gar nicht. So, da liegt auch Munition. Die Granate konnten wir nicht nehmen. Ja, dann gehen wir nochmal hier runter. So, hier wäre ich auch durchgekommen. Ja, okay. Dann haben wir hier jetzt die... Hier war doch gerade eine Tür. Da ist die Tür. Ach so. Ja, ist eine prompte... Alter, prompte Lieferung. Wo kommt ihr her? Ihr könnt nur hier kommen, ne? Hallo? Moped-Mann? Hä? Ach so, ihr kommt da rum. Verstehe ich. Na super. Nicht super. Ganz und gar nicht super. Geh weg von mir. Munition alle? Ja, Munition alle. Na, jetzt habe ich mich verdrückt, ich Depp. Das war auch nicht so geplant. Nein! Naja, egal. Toll, eine Spritze gewastet. Ich hoffe mal, ich kriege hier gleich noch eine. Bitte Munition. Danke für Munition. Das war 3 Shotgun. Wunderbar. Immerhin. Immerhin. So, wie viele Spritzen haben wir denn jetzt noch? Eine. Naja gut, aber 2 Koffer. Also das sollte reichen. Das sollte reichen. Das sollte reichen. Mann, oh Mann. Not Connect, ja, wird's irgendwann geben. Wie gesagt, ich war da im Moment nicht großartig motiviert und vor allem muss ich sagen, aus dem letzten DLC war auch wirklich bis auf diese Konf nicht viel drin, was überhaupt PvP-mäßig interessant war, fand ich persönlich. Wo kommst du denn her? Alter! Stirb mal bitte. Also, nur weil ich jetzt im Moment viel was anderes spiele, heißt das nicht, dass ich nie wieder Dark Souls spiele. Aber ihr kennt es ja sicher auch, wenn man irgendwann mal das Gefühl hat, überspielt zu sein, dann hat man einfach mal gerade keine Lust auf das Spiel, auch wenn es das beste Spiel der Welt ist. Aber wie gesagt, die Lust auf Dark Souls kommt bei mir immer wieder. Es war beim ersten Teil so, es war bis jetzt beim zweiten Teil so, war bei Demon's Souls so. Altmodischer Schlüssel, ein Schlüsselbund von einer Leiche im Durchgang. Er gehört zur Materiallage. Ja, wunderbar. Ja. Na toll, vielleicht hätte ich dich erst anzünden sollen, wenn hier die Hölle losbricht. Was jetzt? Alter, der Fall ist. Ja. Da unterbricht mich hier der Ratatatat-Mann. Hallo. Ich komme noch nicht mal zum Ziel. Jetzt sterbe ich hier. Munition alle? Ja. Weil ich dreimal Ziel unterbrochen wurde von seinem einhändig Präzisionssturmgewehr.
Ja, Passi. Wenn ich dir